Oh, die hat's voll drauf. Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Aha. Bin ich mal gespannt, hier, was du alles kannst, verdammt. Oh, ein Auge. So, hast du mir wieder? Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oder? Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Was? Hallo? Hey! Du bist cool, Mann, Alter. Bro? Mr. Oh. DeWitt, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Oh yeah. Ich will eigentlich auch nichts für meine Gesundheit, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Oh, ich habe gar keine Fähigkeiten mehr. Warum habe ich keine Fähigkeiten mehr? Finde ich ein bisschen scheiße. Wir müssen hier alles looten. Geld ohne Ende sammeln. Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ein paar Fangfragen. Etwa. Was, neues Hemd? Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Corrid and Irish Rushroom. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Kann nicht sein hier. Wie behandeln die den, ey? Asozialer Pack, ey. Mr. DeWitt. Ja. Es besteht kein Grund zur Sorge. Mr. Fink schickt dies mit besten Grüßen. Neue Hosen. Dringende Fürsorge. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um eine Sekunde. Erhöht die Widerstand von Schilden um zweimal hinter. Ausrüstung nehmen. Tja, was bringt... Was Mr. Fink auf Sie bringt? Ihre Wildheit, Mr. DeWitt. Bist du ein Schlüssel? Okay. Toll. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Es ist ungefähr 7:30. Oh, danke. Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überquert. Und er hat Holzzähne. Geld. An diese ganzen Puppendinger hier. Geht's nicht gut. Verzeihung. Aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Wer? Du? Mir? Danke. Danke. Das würde doch kein Mensch merken. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist ebenso. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Alter, voll! Ich will aber! Mann! Als so Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein... Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Oha! Blödes Schwein. Guck mal hier rein, was ist denn hier? Das Wort des Propheten präsentiert die Lösung des Irren. Seht den Trinkern zu. Die Hure, sein Gebrau, eine Gebräumaschine? Okay. Zusammen zeugen sie zukünftige Vox. Schickt sie mir. Fink MFG. Sie werden arbeiten oder bei Gott beim Versuch sterben. Na toll.
komische Puppenspiele, ey. Bist du ein Schlaukopf? Ja. Oder ein Schwachkopf? Ein Schwachkopf. Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Das ist so schlecht. So schlecht gemacht. Comstock wird sich um sie kümmern. Komm, schwimm fort davon. Manchmal denke ich, die Vox. Mach ein Foto! Na gut, dann nicht. Sie geht arbeiten, oder? Ja. Also das sind ganz viele verschiedene. Hier, Frauen von heute, oder? Das wohl so. Nö. Trotzdem nicht recht. Hallo! Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Sehr seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, wir gehen ja schon, Freund. Ja, Verzeihung. Diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ist ja schon wieder der. Ich bin nicht recht aufgepasst. Tja. Wird wohl regnen. Wie die immer rumjumpt. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Haben Hallo. Sie Sauerkraut? Ach, die hört schon Sauerkraut? Wieder Musik, ja? Ich glaube schon. Dann, einmal. Hi. Was macht das? Gib mir dein Geld. Einen Silberigel. Okay. Ich weiß nicht. Hallo. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Bleib, wo du bist! Zugriff! Was soll denn das? Gehen Sie weg von mir! Ah! Geht weg von mir! Jetzt haben wir wieder Waffen. Ich will raus! Was ist das? Was Neues? Oh oh, wo ist die hin? Ergib dich! Kannst du voll abhaken, Freund? Bam! Boah, Alter, die hat ganz schön Druck dahinter, die Waffe. Nachladen! Du wirst gefuttert. Oder auch nicht, komm her. Elizabeth, wo bist du? So, eine Sache fehlt mir. Ich hab grad hier drinne. Seht ihr das? Da drinne ist so ein Fläschchen. Das will ich haben. Das brauche ich. Eins. 2, 3, 4. Weiß nicht, hier lang. Ach, da liegt wieder was zum Anhören. Und anhören. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Was macht denn der da? Die Person unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Na toll. Ach, guck mal hier. Erträglich. Boah, die redet schon ein bisschen viel. So, wir nehmen natürlich ein Salz diesmal. Zack. Gut. Halt. Da können wir bestimmt hier rein und wir können hier oben rein. Guck mal, da oben steht sie schon, die Verrückte. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken.
Vielleicht liegt ja hier irgendwas Nützliches. Da zum Beispiel. Ah, seht ihr, ein Audiolog. Und Geld. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Okay. Bleiben Sie mir vom Leib. Hey, komm zurück! Sie ist doch verrückt, die kleine Tussi, Alter. Gibt's doch nicht. Ah, die stöhnt da. Was wird denn mit der da gemacht? Ganz schön viel Wasser hier. Tja. Dann fahren wir jetzt mal los. Diese Menschen getötet. Ja, hab ich. Ich hab sie alle getötet. Oh ja. Sie haben sie umgebracht. Ja, hab ich. Sie sind ein Monster. Ja, bin ich. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hm? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Ah. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Wir sind ein Monster. Dankeschön, kleine süße Lady. Wir werden Sie beschützen. Das verspreche ich Sie. Ihnen, natürlich. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, Sie mit Heilmitteln zu versorgen. Die angeln hier nach... Wenn tiefer geht, versuche ich, Sie fürs Salz zu bewahren. Komm, kleine Elisabeth, renn! Okay, erstmal hier ein bisschen gucken. Gucke. Mülleimer. Hier, nein, nix. Und wie ihr merkt, es fängt nicht an zu ruckeln. Das ist der absolute Hammer. Ich bedanke mich nochmal herzlichst bei dem, der es mir gesagt hat. Oh, sehr schön. Boah, hier, wie das hier rumschwabbelt. Da kann man doch nicht, da wird doch ein schlecht. Gut, gehen wir rein. Komm, Elisabeth. Bereich verlassen. Sie glauben, dass das Mädchen einer Prophezeiung entstammt. Die Leute sterben für ihr Glauben oder sie töten dafür. Warum ist hier alles immer so seltsam? Yeah. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Ich habe Lockpicks gefunden. Ich würde sagen, das ist kaputt. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, natürlich. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Magazinvergrößerung, Schadensboost. Oh yeah. Sehr geil.